So, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute das Orakel hier Frankreich gegen die Schweiz. Ich spiele die Franzosen und die Schweiz spielt hier Yoshi. Moin, miep, miep. So, und noch im Discord ist hier der Kev. Moin Leute, was geht? Ja, Kev ist unser Kommentator hier. Ja. Ich denke mal, der guckt hier über Shablay mit. Ja, bei Yoshi. So, mein Tipp ist, dass die Franzosen natürlich weiterkommen. Ja, meine auch. Ich denke mal so ein 2-1 oder 2-0. Ich würde 3-0 sagen. Ich sag ein 3-1. Oh. Gut geblockt von Yoshi. Wow. So, war ran, ist der schnell. Nein. Ach, oh, geht eh ins Aus. Oh, Pogba! So, wie immer könnt ihr mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Bin gespannt. Oh, shit. Muss ich einen Akanji auf LM spielen? Das ist kompliziert. Oh. Boah. Nochmal, Eckeball. Ball. Was? Ey, was soll ich denn da sonst machen? Wer halt gefährlich wird für Schweiz ist Griezmann und Mbappé, ne? Ja. Und Benzema vielleicht Ah! auch. Oh! Mein Gott. Sehr knapp an der Stelle. Griezmann. Meine Abwehr ist wieder ziemlich weit vorne. Jetzt mal ein guter Angriff von der Schweiz und 1-0. Wer ist das? Stefan. Steffen. Stefan. 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 Naja. Ja gut, meine Abwehr war zu Wenn weit das so vorne. viel, Konnte ich auch nicht machen. ja, wenn das für die Schweiz genauso läuft, haben sie vielleicht noch eine Chance im Turnier, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass sie rausfliegen. Oh. Oh. Griezmann. Mal. Mal. Ja, leider wollten wir noch Kroatien gegen Spanien aufnehmen, aber das Problem ist, Kroatien gibt es ja nicht in FIFA. Haben wir 1:1 EA zu verdanken. Mal wieder. Damit habe ich nicht gerechnet. Was macht der Typ? Gut gehalten. Wir nehmen das hier am Samstag auf. Nicht vergessen. Ja, wir nehmen hier gerade Samstag. Ach, wie Uhr mehr? 17:20 Uhr. 17:20 Uhr, also kurz vor dem Stream. 40 Minuten vor dem Stream. Da bin ich auch Ah! wieder dabei und gebe Kev die Vorlagen. Das sehen wir dann. Oder schießt einfach wieder selbst, wie beim letzten Mal. Ich würde mal sagen, die Schweiz hängt gerade ganz schön tief immer hinten drin. Aber wenn sie bei dann nach vorne kommen, sind sie effizient. Das war ein Schritt zu viel hier, ja, des Franzosen. Von Kylian Mbappé.
Oh nein, 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 nein. Und da ist das 1:1. Durch wen nichts anderes wie Mbappé. Mbappé. Yeah, Mbappé. Jetzt der nächste Angriff von Frankreich. Wurde aber leider unterbrochen. Oh. Und jetzt mal die Schweizer mit einem schönen Doppelpass. Oha. Oha. Also, in echt wäre es vielleicht das Tor des Turnier gewesen, wenn der jetzt reingegangen wäre. Würde ein Frank Buschmann sagen. Frank Buschmann. Und jetzt Pogba auf MAP. Was machen die Franzosen jetzt aus der Chance? Yeah! Und das ist 2:1. Jawoll. Ah, die Abwehr von Frankreich, von Schweiz. Die Abwehr ist ein bisschen. Oh, was macht der denn? So löchlich. So, wie heißt das? Oh nein, Freistoß. Freistoß. Oh, ein Gelb, Alter. Für den Raphael. Raphael! Jetzt so. Bin ich gespannt, was aus dieser guten Freistoßposition gemacht wird. Wird jetzt der Ausgleich fallen? Wird es? Denke eher nicht, oder? Oh, oh. Der war gar nicht so schlecht. Gute Chance, der Schweizer. Oh, was ist denn das für ein Pass? Zakaria. Akanji. Hey. Der Bock hat, auf dem linken Mittelfeld zu spielen. Ja, ich habe keinen anderen. Mbappé läuft sich unten frei. Und jetzt Griezmann startet durch. Ah. Hättest du noch ein bisschen laufen müssen, Stürmi. Ja, ich weiß. Oh, mein Gott. Also, Sommer, der Held der Mannschaft. Aktuell. Und jetzt die Schweizer wieder im Angriff. Ja. Und Zakaria wird geschickt und Tor. 2:2. Und gleich Halbzeit. Ich denke mal noch der Anstoß, das war's. Ja. Vor allem das Schöne ist ja, wenn, das haben sie ja rein gemacht neu, wenn es gleich unentschieden steht, gibt es ja noch Verlängerung und so. So. Bis jetzt ein gutes Spiel von beiden Seiten. Ja. So. Gespannt auf die zweite Halbzeit. Ich auch. So, warum dauert das so lange? Wird es Wechsel geben? Auf meiner Seite nicht. Naja, auf meiner auch nicht. Alles klar. So. Anstoß für die Schweiz. Oh, das war Kacke. Das war Kacke. Nein. Was mache ich denn da? Die Franzosen lassen den Ball gut durch die eigenen reinlaufen. Ja, manchmal. Und dann kommt der Fehlpass. Manchmal. Wo die Schweizer teilweise noch ein bisschen hilflos ausschauen. Leider. Wir haben einen neuen Kommentator gefunden. Brüchen bei Masterful. Ja. Ja, und Zansi als Pressesprecher, ne? Ja, genau. Und ich als Coach. Und jetzt die Franzosen mit einem guten Angriff. Oh, und Eckball, oder? Ist Eckball hier. Ja. Oh, konnte ich nirgends mal hinspielen. Fehlpass von Frankreich. Da werden jetzt mal die Tricks ausgepackt hier.
Oh, der Trickser. Trickser. Knapper Kopfball. Pogba. Mbappé. Ach, schade. Upsala, das wollte ich nicht. Viele Fehlpässe hier in dem Spiel. Ah ja. Ah. Ja, hier sind keine Profis. Nicht wie Kev. Nicht wie Kev. Wieso? Ach, egal, ich sag nix. Ja, Kev ist hier. Nichts Böses hier. Oh je, Benjamin Pavard. Schlechter Pass. Oh, der war mal richtig scheiße. Aber Ecke. Ach. Und der Ball landet wieder bei Kanté. Pogba. So, ich glaube, ich wechsle gleich mal. Schöner Pass, aber halt doch bei Pavard. Oh, behindert. So, gleich 70 Minuten gespielt. Schöner Doppelpass hier auf der Seite von Frankreich. So, und ich wechsle jetzt mal. Oh, Mbappé ist verletzt. Oh! Okay, aber ich habe hier noch einen Coman. Und dann hole ich mal Varane raus, weil der hat ja gelb. So. Das war's. Und weiter geht's. Weiter. Immer weiter. Nee, bei mir gibt's auch einen Wechsel. Oh. Boah, was ist das denn für eine Aufstellung bei dir? Bei wem? Ja, ja. Bei Dings Yoshi. Bei der Schweiz. Ja, ja. Bei der Schweiz. Leider muss Mbappé rangehen. Leider muss Mbappé raus. Ah, und bei mir geht Shaqiri. Oh. Oh nein, oh nein. Und was macht Giroud? Ach, Giroud, Alter. Typ. Hätte er versuchen sonst zu lupfen vielleicht. Ja, vielleicht. Oder jetzt die nächste Chance für Giroud? Oh, Giroud. Akanji, Zakaria. Ah, spannendes Spiel bis jetzt noch. Macht das Spaß, du zu gucken. Come on. Guter Schuss von Griezmann. Ja. Griezmann. Und? Na. Die Chance lebt noch. Wie die FIFA-Sprecher immer gesagt. Ah! Jetzt die Konterchance. Ah. Ach, Junge. Ups. Dass ich da dran kam. Aber ich ein bisschen überrascht jetzt. Was? Schön in den Rückraum gelegt. Alter. Aber Chance nicht genutzt. Nee. So, 83. Minute jetzt. Gut verteidigt. Schön gesehen. Und da ist das Tor. Hui!
Super rausgespielt an der Stelle. Jawohl, finde ich auch. Nein, nein. Giroud war es wieder. Giroud. Jetzt ist Schweiz unter Druck, die letzten, ja, so 6 Minuten. Da rennt er durch. Och, was ein Typ. Das Spiel macht Deutschland Ungarn einfach nach. Ja. Ja. Direkt nach dem Anstoß. Da haben sich die Frankreicher, perfekt, die Franzosen schon zu sehr gefreut. Vielleicht jetzt nochmal. Embolo macht heute ein gutes Spiel, genauso wie Zakaria. Oh. Jetzt vielleicht die letzte Chance eine im Minute Spiel. Noch. Und Griezmann. Oder. Und das ist der Fehlpass. Und aus ist das Spiel. Da pfeift er ab. So, normales Verlängerung. Ja. Sollen wir die auch machen oder nicht? Weiß ich nicht. Gibt's keine Verlängerung. Ihr könnt ja Gold machen. Ja. Oder ihr überlasst es beim 3-3. So. Dann lass es, oder? So, wir lassen das 3-3. Wir sagen aber, dass Frankreich gewinnt, denke ich mal. Ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.